Deutschland 1941. Seit 2 Jahren Krieg in Europa, die Nationalsozialisten auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Im Westen gibt es seit Kriegsbeginn eine Front, an der die Spuren grausamer Gefechte sogleich wieder verschwinden. Die Schlacht im Atlantik. England, traditionell führende Seemacht der Welt, soll durch einen Blockadekrieg ausgehungert werden. Dabei ist das Kräfteverhältnis für die deutsche Kriegsmarine hoffnungslos ungünstig. Ihr Oberbefehlshaber klagt, der Krieg sei 5 Jahre zu früh gekommen. Dass dennoch anfangs an einen Sieg geglaubt werden kann, verdanken die Führer einer Waffe, die es so perfekt in Technik und Drill nur in Deutschland gab: U-Boote. Vereinfacht beschrieben sind das rundum verschließbare Stahlröhren, die bei Überwasserfahrt auf 3 mit Luft gefüllten Tauchzellen schwimmen können. Lässt man die Luft aus den Zellen, verliert das Boot durch das nachflutende Wasser seinen Auftrieb und taucht. Unter Wasser wird das Boot vor allem durch die hinteren Tiefenruder gesteuert, in Verbindung mit dem Antrieb der Elektromaschinen. Die gewünschte Tiefe nämlich kann durch den Schraubenstrom, der auf die Tiefenruder wirkt, nur in Fahrt erreicht werden. Mit Trim- und Regelzellen werden die komplizierten Gewichts- und Gleichgewichtsverhältnisse des Bootes unter Wasser ausgeglichen. Um wieder aufzutauchen, wird Pressluft in die gefluteten Tauchzellen gedrückt und das Boot steigt. Für das Tauch- und Auftauchmanöver ist der leitende Ingenieur des Bootes verantwortlich. Hauptschlachtfeld ist der nördliche Atlantik, wo die Handelsschiffe in großen, von englischen Kriegsschiffen gesicherten Geleitzügen von Amerika nach England fahren. Beim Angriff soll nach Möglichkeit die Rudeltaktik befolgt werden. Das heißt, sichtet ein Kommandant einen Geleitzug, so soll er Fühlung halten, aber mit dem Angriff warten, bis mehrere über Funk benachrichtigte Boote das Opfer erreicht haben. Die Wolfsrudel. Ein entscheidender Vorteil für die deutsche Seestrategie war die Besetzung der französischen Atlantikküste. Hier entstehen riesige Bunkerwerften, in denen die Boote während ihrer Versorgungszeit vor Bomben geschützt sind. Die neuen Häfen ersparen den gefährlichen Anmarschweg aus der Nordsee. Die Boote sind schneller am Feind, können ihre Einsatzdauer verlängern. U-Flottillen werden in Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle und Bordeaux eingerichtet. Der Vorteil der Strategen wird Schicksal für die betroffenen Städte. Die Boote ziehen alliierte Bomberstaffeln an, die Bunker freilich überstehen die Angriffe. 1940 versenkten durchschnittlich 10 im Einsatz stehende Boote 2 Millionen Bruttoregistertonnen an Schiffsraum, also etwa 400 Schiffe. Dabei stehen der Kriegsmarine in diesem Jahr insgesamt 57 U-Boote zur Verfügung. Allein in den ersten 3 Monaten 1941 versenkten 12 im Atlantik operierende U-Boote etwa 500.000 Bruttoregistertonnen, das sind annähernd 100 Schiffe. Die Kommandanten dieser Boote bekommen einen schaurig schillernden Beinamen, die Asse. Ihre Namen, Gesichter und Tonnageergebnisse werden zu Ereignissen der Presse. Der Rundfunk unterbricht seine Programme mit der England-Fanfare und den neuesten Siegesmeldungen. Die Propaganda prägt den Mythos einer Elitewaffe und die U-Boot-Fahrer erinnern die ersten Kriegsjahre heute noch als ihre goldene Zeit. Ein großes Problem für die Boote ist die Aufklärung. Bei 15 Booten, die 1941 durchschnittlich im Einsatz sind, ist es schwer, in der Weite des Atlantiks den Gegner überhaupt zu finden. So gehören zu den Feindfahrten nervtötende Suchkurse die Gammelphasen. Von der Luftwaffe ist keine Unterstützung zu erwarten, schon gar nicht, nachdem im Juni 1941 mit dem Russlandfeldzug die zweite Front eröffnet ist. Der Seekrieg richtet sich in Zukunft nach den Anforderungen des Landkrieges, der in Hitlers Einschätzung an erster Stelle rangiert und die Kräfte der Marine zersplittert. Den U-Booten und ihrer Führung werden zahlreiche Nebenaufgaben aufgehalst. Für Rommels Nachschub im Mittelmeer, für den Russlandfeldzug in Ost- und Nordmeer.
Die Führung, das ist vor allem Karl Dönitz, 1941 noch Befehlshaber der U-Boote, abgekürzt BDU. Heutige Charakterisierungen reichen von genialster Seestratege des Jahrhunderts über knüppelharter Einpeitscher bis bewusster Mitträger einer Herrschaft des Unmenschentums, wie Carlo Schmidt ihn sah. Wohl alle drei Eigenschaften zusammen machen ihn für seine Truppe zu einem charismatischen Führer. Mit Handschlag und Auge in Auge verpflichtet er jeden Einzelnen zu Erfolg, Leistung und Selbstaufgabe. Der Führer schaut auf euch. Ihr entscheidet den Ausgang des Krieges. Wer hätte da nicht alles gegeben? Und alles wurde auch gefordert. Ende 1941 gibt es schon den Begriff abgefahren für Besatzungsmitglieder, deren Nerven nach 6, 7 Feindfahrten erledigt sind. Sie kommen an Land, unterrichten in der Ausbildung. Trotzdem ist es ein reines Freiwilligenheer. Abgeschlossene Berufsausbildung und gute Konstitution sind Bedingung. Stärker noch als Risiko und hohe Anforderung aber ist der Wind, der hinaus auf See zieht. Vielleicht auch, weil die Alternativen an Land noch abschreckender sind. Herbst 1941. Für die U-Boot-Waffe ist die Niederlage schon zu ahnen. Die größte Seeschlacht aller Zeiten wird aber noch 3,5 Jahre dauern. Angriffsziel der deutschen U-Boote waren schon in den ersten Kriegstagen die in Geleitzügen fahrenden alliierten Handelsschiffe. Sie waren die Versorgungsbrücke für Großbritannien und seine Verbündeten. Frachtschiffe, Tanker, sogar Passagierschiffe überquerten mit lebensnotwendigen Gütern für die Zivilbevölkerung und Kriegsgerät für die kämpfende Truppe den Atlantik. In New York und Halifax wurden sie zu Geleitzügen zusammengefasst und fuhren nach England, ins Mittelmeer und ab 1942 auch zur Sowjetunion. Ein ehemaliger Handelsschiffkapitän erinnert sich. I think the facts speak for themselves, really, that the convoy system was very successful because England, as you know, we're not self-supporting and we depended on the ships bringing in foodstuffs to the country to survive. And that although we lost a lot of ships in convoy, there's a hell of a lot got through and the country was prevented from being starved. If Germany had sank all our ships, the country could have been brought to its knees by starvation. Die Organisation der Geleitzüge war schwierig. Die Kapitäne, im Frieden nur auf sich selbst gestellt, mussten von der Marine ständig über die Schwierigkeiten des gemeinsamen Geleitverkehrs unterrichtet werden. Die Luftwaffe, die Marine und der Küstenschutz informierten sich laufend über die Positionen ihrer Geleitzüge und die Standorte feindlicher U-Boote. Denn sie blieben bis 1943 die größte Gefahr. Um die alliierten Versorgungslinien zu blockieren, machten sie den Atlantik zum größten Schiffsfriedhof aller Zeiten. Das Geleit der Handelsschiffe bildeten Zerstörer, Fregatten und Korvetten, die angreifende U-Boote abdrängen, unter Wasser drücken und nach Möglichkeit mit Wasserbomben versenken sollten. Fuhren die U-Boote getaucht, konnten sie mit Hilfe des Airstick-Gerätes geortet werden. Es sendet ein Ultraschallsignal aus, das vom U-Boot reflektiert wird. Das Echo zeigt dem Kommandanten, wo das Boot zu finden ist. Dort beginnt die Jagd mit Wasserbomben. Diese Verfolgung kann Stunden, ja tagelang dauern. Verantwortlich für die Sicherheit der Geleitzüge waren die Escort Commander. Einer von ihnen, heute Admiral und Verfasser zahlreicher Publikationen über die Schlacht im Atlantik, äußert sich zur damaligen Einschätzung der U-Boot-Gefahr. Churchill, both during the war and after the war in his books, made much of the great threat of the U-Boat. And during the war, he formed high-level committees to combat it and to take a general view of the menace. But I believe that in his secret heart, it came second to his offensive bombing strategy. And I believe he made a great mistake here. And the war, many ships could have been lost, which were lost could have been saved, and the war perhaps ended quicker if he had not had this fantastic
thought about the bombing offensive becoming all important. Tatsächlich wurde die verbesserte Luftüberwachung den U-Booten erst Anfang 1942 zur ernsten Gefahr. Um die Verluste an Handelsschiffen auszugleichen, entwickelten amerikanische Werften einen neuen Schiffstyp, der in Schnellbauweise hergestellt werden konnte, die sogenannten Liberty-Schiffe. And you must remember that the average Atlantic convoy in, shall we say, 1943 had British, American, Canadian, Greek, Panamanian, French, Dutch, every sort of nationality was represented. Die Beschreibung einer Torpedierung im Eismeer. Anyhow, we sailed and we kept well north until we reached the ice barrier, and it was daylight, day and night, there was no darkness. And on this Sunday evening of July the 6th, it was about 8 o'clock in the evening when suddenly, bang, all the lights went out. We'd got a torpedo right in the engine room. The ship was disabled immediately. So I rushed up on the bridge. It was broad daylight, and the 4-inch gun with the 8 naval gunners had gone, and the engine room was flooded. The ship was out of action. So I ordered boat stations. So while the men were getting on the boat deck, the second torpedo came under the boat deck and killed a lot of those chaps. So there was only one thing to do, was to abandon ship on the rafts. And while we were abandoning ship, the third torpedo came in and the ship sank to the bottom. Then all these people went in the water. Then most of them were frozen stiff. They just died, really. The submarine came up to the surface, and by this time there was two rafts that contained the survivors. There was about 24 survivors, I think, out of the full crew of 60 men. But I heard afterwards that the commander of the submarine asked for me, and nobody knew where I was. I could have been drowned. He was quite a nice fellow. I presume they had a newsreel camera in the conning tower and took pictures of the survivors, and also the act of giving them a bottle of brandy and some sausage and some bread. And they were told that it was 200 miles to the nearest land, Nova Zembla. The commander was very sorry that he couldn't take anybody on board, because it was war and he had some more ships to sink. Die Entscheidung, eigene Schiffbrüchige retten zu lassen, war auch für den Escort Commander schwierig. Before the days of rescue ships, he had to consider whether to send an escort from the screen around his convoy back to pick up the survivors of a ship, or whether to keep the escort on the screen to prevent further attacks by U-boats and further sinkings. And it was a terrible decision to have to make, which I had to do several times. 2775 Schiffe wurden während des Krieges von U-Booten versenkt. Eine Entscheidung zugunsten Deutschlands hat dies allerdings nicht bewirkt. Looking back, it is quite clear that the Battle of the Atlantic was all important, because the invasion of Europe could not have been mounted until the battle had been won. Wir haben am Anfang gute Erfolge gehabt auf unserer Unternehmung. Dann kam eine Phase, wo man so an die 45, 50 Tage auf See war und kam nach Hause und hatte nicht ein einziges Schiff versenkt, ist mir auch so gegangen, und hatte aber dafür einige 100, 120 oder 150 Wasserbomben abbekommen. Das fanden wir nicht gerecht, einfach nicht. Heinrich Lehmann-Willenbrock, ehemaliger Kommandant von U-96, dem Boot, auf dem der Autor Lothar Günther Buchheim den größten Teil seiner Erfahrungen mit dem U-Boot-Krieg gemacht hat. An der französischen Mittelmeerküste bereitet er die Überführung einer Segeljacht nach Piräus vor. Wir nehmen das ab und zu vor, und es ist interessant, wie manche verwischten Daten und Ereignisse dadurch wieder lebendig werden. Ja? 1911 geboren, 1931 Abitur in Potsdam. Sein Vater aktiver Soldat, an einer Kriegsverletzung gestorben. Der 20-Jährige will zur See,
als Berufsoffizier. Er bewirbt sich bei der Reichsmarine und wird auf dem Segelschulschiff Niobe in allen zur klassischen Seefahrt gehörenden Bereichen trainiert. Diese grundsolide Ausbildung vervollkommnet er als Wachoffizier und Adjutant auf dem Segelschulschiff Horst Wessel. Der Name sagt's, die Zeiten hatten sich geändert. Aus der Reichsmarine ist die Kriegsmarine geworden und 1940 stellt Lehmann Willenbrock als Kommandant U-96 in Dienst. Mit diesem Boot versenkt er auf 8 Feindfahrten 174.300 Bruttoregistertonnen, das sind 22 Schiffe. Er gehört damit zu den 10 erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten des Zweiten Weltkriegs. Man hat deshalb ja nie gezögert, ein Schiff sicher und schnell auf Grund zu bringen. Da gab es also für Sie zwar einen Zwiespalt, aber die Entscheidung war klare Sache irgendwie. Es gab also keine innere große, also entscheidungshemmende Problematik. Nein, es gab keine Hemmung. Der Auftrag war eindeutig, wie auch immer. Das Gestotter um den heißen Brei nimmt er mir ab, wobei er hinter den militärischen Sprachformeln das moralische Problem gut versteckt. In unserer Hoffnung, bei ihm auf eine Distanz zu dem Beruf eines Offiziers im Nationalsozialismus zu stoßen, werden wir enttäuscht. Trotzdem ist Lehmann Willenbrock in Person und Charakter ein besonderer Fall. Es ist vorstellbar, wie die väterlich schalkhafte Mischung damals auf seine Besatzung gewirkt haben muss, wie er sie mit einem trockenen Scherz zur äußersten Leistung hat anspornen können. Mussten Sie da? Tatsächlich beschreibt er sich selbst als Schauspieler der Untertreibung bei Wasserbombenverfolgung. Haben Sie manchmal? Ich gebe es nachträglich zu. Ich habe gelegentlich tief gestapelt, nicht? Und wenn das Wasser knallte, sagte man, das Glas hat nichts getaucht, sonst wäre das nicht kaputt gegangen von so ein bisschen Geknalle da, nicht? Und sowas, nicht? Und diese Kaltschnäuzigkeit, das haben die Leute auch gemerkt, im Grunde genommen. Denn wissen Sie, auf einem Boot, wenn man mit so einer Besatzung ein paar Monate allein zusammen ist, die kennen einen innen und auswendig, nicht? Aber es hat ihnen imponiert, nicht? Und sie haben gesagt, nicht wahr? Sie haben sich verpflichtet gefühlt, dann auch nicht klein beizugeben. Ne? Ja? Sie ahmen ihren Kommandanten nach, Rollenfach kaltschnäuzig. Der zentrale Maat, der Fähnrich, der Brückenausguck, die Maschinenmaaten, der Obersteuermann, der Schmutt. Von dem Klischee des Nazi-Offiziers setzt sich Lehmann Willenbrock allerdings ab. Es wird spürbar, was seinen Kollegen als die besondere Atmosphäre des Lehmannschen Bootes aufgefallen ist. Ja, das ist richtig, ist wohl richtig, nicht? Ob das nun so speziell bei uns ausgeprägt war, anders als auf anderen Booten, kann ich nicht sagen. Aber ich habe meinerseits, das erinnere ich noch sehr deutlich, darauf hingewirkt, ich mochte keine militärische Verkrampfung. Während viele seiner Kollegen nach dem Krieg zur Bundesmarine gingen, wechselte Lehmann Willenbrock zur Handelsschifffahrt. Dort fuhr er als Kapitän zuletzt das atomgetriebene Versuchsschiff Otto Hahn. Ich habe hinterher in der Handelsschifffahrt gewiss harte Zeiträume überstehen müssen, nicht? Aber der entscheidendste Abschnitt meines Lebens, der prägsamste Abschnitt, war der Krieg. Und da war das Einzige, was an Positivem mir aus meiner Marinekarriere geblieben war, war eben das Erlebnis der See, die Schönheit des Meeres. Vor 40 Jahren ein Berufsoffizier in einem System, das Berufsoffizieren viel zu bieten hatte. In die Schicht seiner Selbstzweifel sind wir, vielleicht durch eigene Schuld, nicht vorgedrungen. Bei seinen Erinnerungen vermissen wir die Trauer, wenn auch in seinem Fall ohne Zorn. Heimkehr von siegreicher Feindfahrt.
Das Unterseeboot von Kapitänleutnant Kretschmer läuft in seinen Heimathafen ein. Über 200.000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes konnte Kapitänleutnant Kretschmer bisher versenken. Der Führer verlieh ihm in Anerkennung dieser Erfolge das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Der nach versenkter Tonnage erfolgreichste Kommandant des Zweiten Weltkriegs. Ass der goldenen Jahre. Die von gnadenloser Härte bestimmte spätere Zeit des U-Boot-Krieges hat Admiral Kretschmer nicht mehr miterlebt. Anfang 1941 gerät er in Gefangenschaft, nachdem sein Boot in einer Geleitzugschlacht gesunken ist. Das Interview beginnt mit einer Korrektur. Ja, zunächst muss ich sagen, ich habe es nicht übergeben. Das kam überhaupt nicht in Frage. Sondern es ist gesunken. Ich habe Wasserbomben bekommen, hatte Wassereinbruch, musste auftauchen, konnte mich nicht, war manövrierunfähig. Lag mit Storbord Schlagseite in einem großen Ölfleck, wurde von zwei Zerstörern mit Artillerie und Maschinenwaffen beschossen, die allerdings das Boot nicht zum Sinken brachten. Und habe die Besatzung darauf vorbereitet, dass wir möglicherweise in Gefangenschaft kommen würden. Ich habe deswegen den britischen Zerstörer Walker angemorst und habe ihn gebeten, den Teil der Besatzung, der in seine Richtung trieb, aufzunehmen. Ich wartete natürlich, wie sich das gehört für den Kommandanten, bis der letzte Mann gerettet war und wäre dadurch allerdings beinahe umgekommen, denn ich konnte die Scrambling-Netz, die Netze, die über Bord hingen bei dem Zerstörer, nicht mehr hochklären. Ich war zu schwach geworden, hatte Stiefel an, da war Wasser drin und kam nicht mehr hoch. Der Zerstörer ging an und die See, die klatschte immer gegen meinen Körper. Ich hatte kalte Finger und konnte mich nicht mehr festhalten. Sagte so, in den nächsten Sekunden muss ich loslassen und wieder zurück ins Wasser. Da hörte ich von oben den Ruf meines Bootsmanns, da ist ja noch der Kommandant. Und der Bootsmann kam mit einem englischen Seemann runter und da haben sie mich hochgehievt. Und dadurch kam ich also an Bord. Ich war untergebracht in der Kommandantenkajüte. Habe zunächst mal tüchtig geschlafen. Ich hatte ja tagelang oder nächtelang auch nicht geschlafen. Und als ich aufwachte, saß der Kommandant auf seinem Schreibtisch, ließ seine Beine baumeln und kondolierte. Und ich habe ihn beglückwünscht. Habe ihm allerdings gesagt, er hätte Glück gehabt, dass ich kein Torpedo mehr gehabt hätte. Sonst wäre die Sache eventuell etwas anders ausgelaufen. Nach dem Schlagabtausch haben die Offiziere schließlich noch zu einem freundschaftlichen Verhältnis gefunden. Der Zerstörerkommandant ist 1974 verstorben. Typische Sicherungsfahrzeuge für Geleitzüge waren Korvetten. Wir sprachen mit dem damaligen Commander Boysmith über das Katz-und-Maus-Verhältnis der beiden Parteien. The expression cat and mouse is very appropriate, the cat being the escort ship and the mouse being the submarine. You see, as we all know now, an airstick sends out a sound beam, and when it strikes a solid object, it echoes back to the ship. You can judge the distance because the longer it takes for the echo to come, the speed of sound in water is known, you can judge the range. But having steered towards the submarine with the airstick, you reach a point before you get over the submarine when the beam from the airstick cannot be depressed sufficiently to bear on the submarine, and you therefore lose contact. Now, the submarine commander knows perfectly well when that position has been arrived at because he can hear your airstick beam on his own hydrophones. When he ceases to hear it, he knows that we have reached what we used to call the dead time. That is the period between when we lost the echo and when we arrived over the submarine, which is when we dropped the depth charges. And during that period, he could make sudden bursts of speed in any direction at all. And the escort commander had no idea which way or what he was doing. He could produce his judgment, what he thought was the most probable. Ein Hass gab's überhaupt nicht. Ein Hass auch in extremen Situationen nicht? Nein, warum auch? Ja. Jeder hat seine Pflicht. Ich persönlich habe ja noch vorher in England studiert. Außerdem ist ja bei der Marine so, dass wir nicht gegen Menschen Krieg führen, sondern gegen Schiffe. Es werden Schiffe versenkt. Und man muss natürlich taktisch mit den Menschen auf den Schiffen rechnen, wie sie sich verhalten und wie man am besten ihr Verhalten durchkreuzt. Das ist klar.
Wie lässt sich das Verhältnis, wenn es kein emotionales Verhältnis war, der Art, wie wir eben gesagt haben, beschreiben? Gab es da auch eine, wie soll ich sagen, etwas sportliche Komponente dabei? Gab es schon bisweilen. Naturally, we didn't like U-boat crews who sank our ships during war. But we did always recognize their tremendous courage and skill in doing what they did do. But when we saw a tanker blown sky high with oil burning on the water and no possibility of picking up survivors, we naturally hated them at the time. In den ersten Kriegsjahren kümmerten sich die U-Boote noch um überlebende Schiffbrüchige. Beim U-Boot ist es natürlich sehr schlecht, weil es ja räumlich sehr beengt ist und man keine zusätzlichen Menschen aufnehmen kann. Aber man kann natürlich, und das habe ich auch gemacht, Leute an Bord genommen und sie in Kutter getan, in Rettungsboote des Gegners getan. Die deutsche U-Boot-Führung untersagte im Fortgang des Krieges jegliche Hilfe gegenüber Schiffbrüchigen. Die Gefährdung für die eigenen Boote war zu groß. Escort ships as a whole were not the ships to pick up survivors. We had special rescue ships attached to the convoys, which did that for us. It was not a major problem for escorts at all. But sometimes it happened that some survivors died in the water because they have to wait several hours during the attack. Yes, that is a position which had to be accepted. Well, it was a job that had to be done, and that's all it was. As a young kid, I was, what, 18 when I joined. So one looked upon it as adventure, as well as anything else. Ja, die freiwillige Meldung kam zustande, weil ich ja an und für sich, ich hatte Elektromechaniker gelernt und wollte zur See fahren. Also ich wollte irgendwie bei der See bleiben. Und politisch wollte ich nicht irgendwie zur Waffen-SS oder irgendwo hin. Ich hatte ein Angebot zur Ordensburg und da wollte ich auch nicht hin. Und für mich war die Marine mehr international. It was just a profession for you? Yes, it was a profession, yes. That was a full-time job. Well, I always wanted to go to sea. I was very fed up with being at school and there was an opportunity to go. Tja, was soll ich sagen? Politischer Auftrag und Politik hat unser Mann sich mit 90 Jahren überhaupt nicht gekümmert. Ja. Das Vaterland war im Krieg, war umgeben von Feinden. Und als Jugendlicher ist man so erzogen worden, oder ich bin so erzogen worden, dass man seine Pflicht tut. Die Pflicht tun. Dabei bekamen die Gegner selten zu sehen, was sie sich antaten. Haben Sie mal brennende Schlachtschiffe der Engländer gesehen? Oder? Nein, wir waren ja vorne am Ball. Also wir kamen ja nicht ans Seerohr ran oder so. Aber wie wir diesen Nachtzügler torpedierten, dann kommen ja wieder Gefühle auf. Da haben wir auch gesagt, die Kumpels sauen in der Maschine, die sind jetzt dabei, machen alles Mögliche und jetzt läuft der Torpedo. But just after midnight, we were torpedoed. There were two torpedoes fired, both hit the Surrey. And then, of course, the boat I was supposed to get in was blown up by the explosion because in the danger zone, lifeboats always swung out ready for a quick release, you see. So I made my way to where my boat was, but there was just a davits there, all empty. So from there, I went down to my cabin and got myself an overcoat and some cigarettes and bits and pieces like that for comforts. And then we took to the boats and drifted away from the ship. And then we were well away from the ship. There was a third explosion in the Surrey, and she blew up because she was carrying arms and ammunition, you know, all kinds of army gear. But I say, we weren't all that concerned really about getting sunk in the respect that we thought that the other ship would have got away and would have given out the message that had been sunk. But come morning time, there were more boats in the water than were on the ship I was in. And then we found out that they were from the other ships who'd been sunk at the same time. Yes, I mean, if a ship got torpedoed, you're in convoy, well, it would affect the engine room and it would drop right back. And so we didn't see too closely what was happening because we would continue on and we would hear a lot of noise and perhaps see the depth charges when the escort would be trying to find the submarine. But
We didn't really know an awful lot of what had happened to her. We knew the ship had gone, but we didn't know how many men had survived, and we very often didn't find out when we got to our destination. Aber hinterherum, wenn wir wieder angegriffen wurden, dann war man 3 Tage und 3 Nächte unter Wasser und die Wasserbomben fielen. Das war, dann kam die Wut. Mhm. Die Wut, wollen wir so sagen. Well, it was very impersonal. I mean, we never did see them. We used to imagine what they were like, and they were at sea underneath the sea. We were on top of it, but we never had any. We didn't know any of them. There were no names. They're not like fighter pilots that were sort of got their names known. It was completely impersonal, and we just didn't know them and never saw them. Dachten Sie auch an die Folgen eines Treffers? Nein, der Gedanke ist mir Gott sei Dank in der Zeit nicht gekommen. Ja. Haben Sie Schlachtfelder auf See gesehen? Nein, dafür hatten wir gar keine Zeit. Von den ungefähr 200 Feindtagen, die ich mitgemacht habe, bin ich vielleicht eine Stunde mal an Oberdeck gewesen, so minutenweise Zigarettenlänge. Sonst hatten wir keine Zeit dazu. Anonymität des Seekrieges. Das englische Schlachtschiff Hood zum Beispiel versank in weniger als 10 Minuten mit über 1400 Menschen. I think the thing that we were all mostly not scared of, but respected, was the North Atlantic, which in winter can be a very tough ocean. Was it difficult to cope with the weather? In November, December, January, particularly in 43 and 44, the weather was the thing that you really worried about. Certainly the thing that worried us most at sea was, of course, we knew that London was being bombed. My home was in London at the time, and there was this anxiety to know that all was well at home. And so we were very anxious to hear news from home and get letters. And it was a great relief to get home on leave and find that all was well and to be with them again. An und für sich war man zu der Zeit stolz drauf, für diese U-Boots, für diese Waffe tauglich zu sein. Also ich war 10 Jahre alt, als Hitler an die Regierung kam. Und der Zeit ab haben wir ja nichts anderes gehört. Haben wir die Propaganda wahrscheinlich tröpfchenweise in uns aufgenommen. Für mich ist der Krieg eine Idiotie. Das sage ich offen und ehrlich. Aber meine Zeit war eben von 17 Jahren bis 23 Jahre. Und die Zeit kann ich nicht verleugnen. Da stehe ich auch zu. We went to New York and stayed there until we got a ship home to England. And the next convoy? Yes, the next convoy, yes. But that was uneventful, so we thought, you know, all right, after that we just come back and then carried on with our job again of going to sea. You love the sea? Oh, yes. My family, my father was in the canard boats for many, many years, so I suppose it was in the blood. And when I was 18, of course, I knew I was going to go to sea, which I did. And then I came out in 45, 46, started work at Technicolor, lasted about 3 years, and went back to sea again. You would like to do it again now? Would I like to do it again? I'd like to go as a passenger. thank you. Ende 1941. Für die deutschen U-Boote scheint sich das Blatt zu wenden. Das Oberkommando der Wehrmacht prahlt zwar immer noch mit Erfolgsmeldungen, doch täuschen diese Zahlen darüber hinweg, dass immer mehr alliierte Geleitzüge den Atlantik überqueren und dass auf eigener Seite immer neue U-Boote in den Kampf geschickt werden und verloren gehen. Die erfolgreichen U-Boot-Kommandanten, die sogenannten Asse, sind aus dem Kampfgeschehen abkommandiert, zu Flottillenchefs ernannt und mit der Ausbildung junger U-Boot-Mannschaften und Offizieren beschäftigt oder bereits gefallen. Um der steigenden Verluste der U-Boote Herr zu werden, müssen auf deutschen Werften im Rahmen der U-Boot-Bauprogramme Rekorde erzielt werden. Und das trotz zunehmender Verknappung der wichtigen Rohstoffe Stahl, Kupfer und Öl und der notwendigen Facharbeiter, die mehr und mehr an die Ostfront geschickt werden. 1942 laufen monatlich rund 25 U-Boote vom Stapel. Und die Zahl soll noch steigen, denn mittlerweile lastet der Ausgang der Schlacht im Atlantik fast ausschließlich auf den U-Booten.
Japan greift den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor an. Die USA treten am 7. Dezember 1941 in den Krieg ein. Hitler beeilt sich, den USA mit einer eigenen Kriegserklärung zuvorzukommen. Siegessicher, in völliger Verkennung der durch die Weltmacht mobilisierbaren militärischen Kräfte. Die amerikanische Marine, die schon vor ihrem offiziellen Kriegseintritt durch zahlreiche Materiallieferungen an England indirekt am Krieg beteiligt war, ist jetzt erklärter Gegner. Noch können die Hasardeure unter den Kommandanten in Überwasserangriffen, zum Beispiel vor der Küste Floridas und New Yorks, Handelsschiffe vernichten und in Sichtweite des torpedierten Schiffes das grausige Schauspiel des brennenden Untergangs beobachten. Doch die Alliierten hatten die Gefahr, die von den U-Booten ausging, erkannt. Alle verfügbaren Mittel wurden eingesetzt, U-Boot-Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Der Geheimdienst beschäftigte Mathematiker zum Entschlüsseln der chiffrierten Funkcodes. Die Besatzungen der Begleitschiffe wurden besser ausgebildet, die Luftüberlegenheit vergrößert. Alliierte Bomber konnten weitere Strecken fliegen und immer mehr Seeraum des Atlantiks überwachen. Aus den Jägern wurden Gejagte. Neuentwicklungen wie dem Radar oder dem Kreuzfunk-Peilgerät sowie verbesserten Anti-U-Boot-Waffen hatte Deutschland außer Mut, Kampfbereitschaft und der Parole Angriff, ran, versenken nicht viel entgegenzusetzen. Das aber immerhin. Für die Jungen, die die totale Erziehung und Kontrolle durch den Staat in ihren wichtigsten Entwicklungsjahren erfuhren, war Deutschland umgeben von Feinden, die besiegt werden mussten. Nur wenige waren fähig, sich kritisch mit dem Staat und dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. So ist es verständlich, dass sich zu Waffengattungen wie den U-Booten selbst in den späten Kriegsjahren immer noch Freiwillige meldeten. Doch der Krieg wurde aussichtslos. Zwar sollte die Marine neuartige Waffen bekommen, ein U-Boot-Typ wurde konstruiert, der tiefer und länger tauchen und unter Wasser wesentlich schneller fahren konnte. Dieses Boot kam jedoch bis auf einige wenige Erprobungsfahrten nicht mehr zum Einsatz. Das Jahr 1943 brachte schließlich an allen Fronten die militärische Entscheidung. Der Afrika-Feldzug von Generalfeldmarschall Rommel brach zusammen. Stalingrad war nach schwersten Verlusten gefallen. Überall rückten die Alliierten vor, doch Propagandaminister Goebbels proklamierte den totalen Krieg. Und immer noch sollten Millionen von Menschen sterben. In diesen aussichtslosen Kampf schickte die Führung Kommandanten und Besatzungen, die viel zu jung, kaum ausgebildet und noch völlig unerfahren waren. Das Alter der Kommandanten, zu Beginn des Krieges lag es bei durchschnittlich 28 Jahren, sank infolge der starken Verluste bis auf 20, 21 Jahre. Die Besatzungen waren noch jünger. Es wurde ein Kinderfeldzug. Viele von ihnen starben schon nach 2 oder 3 Tagen, von Flugzeugbomben getroffen, noch in der Nähe ihres Heimatstützpunktes. Allein im Mai 1943 wurden 30 U-Boote versenkt. Das waren 30% der eingesetzten Frontboote. Die Schlacht im Atlantik war verloren. Durch die Invasion der Alliierten an der Küste Frankreichs am 6. Juni 1944 wurde den U-Booten ihre Stützpunkte genommen. Sie waren die strategische Voraussetzung für den U-Boot-Krieg im Atlantik. Karl Dönitz, mittlerweile zum Oberbefehlshaber der Marine ernannt, schickte seine Boote nach Norwegen, obwohl es dort an Bunkern, Liegeplätzen und Reparaturmöglichkeiten mangelte. Für Dönitz war eine Kapitulation undenkbar. Hieß seine Parole bei Amtsantritt noch, den Krieg mit allen Mitteln zu gewinnen, so sagt er jetzt, das einzige Ziel der Marine sei es, den Krieg so lange wie möglich nicht zu verlieren. Der Wahnsinn kostet noch 20.000 weiteren U-Boot-Fahrern das Leben. Die Schlacht im Atlantik war die einzige Front, an der vom ersten bis zum letzten Kriegstag gekämpft wurde. An ihr wurden von den U-Booten 2.775 Schiffe versenkt. Dabei starben 47.000 alliierte und neutrale Handelsschiffseeleute. Ihnen gegenüber stehen 30.000 gefallene U-Boot-Fahrer. Damit hatte die U-Boot-Waffe die im Verhältnis höchste Verlustquote aller deutschen Waffengattungen.